Liebe Community, ganz herzlich willkommen in der Allianz Arena München zum Topspiel unseres RB Leipzig. Zu Gast eben in München beim FC Bayern und ihr seht die Tabelle, ein verkehrtes Bild. Die Bayern mit 10 Saisonpleiten, trotzdem Vierter, aber wir können ihnen so ein richtiges Schnippchen schlagen und vor allen Dingen können wir einen Wahnsinn weiterleben, nämlich den Traum vom ersten Aufsteiger seit Kaiserslautern, der direkt deutscher Meister wird. Das wäre der Wahnsinn und dazu heiße ich euch heute ganz herzlich in der Münchner Allianz Arena willkommen, denn das Spiel hier gibt es live und in voller Länge, das ist doch wohl ganz klar. Und ich habe mir so ein bisschen was einfallen lassen, ich habe mich ein wenig am Spiel der Bayern orientiert, die werden sicherlich mit der Dreierkette spielen, das gucken wir uns eben mal an. Ribéry, Götze, Robben auf der Bank, das kann man ja ruhig auch mal machen. Ne? Falcao und Müller vorne drin, dem System zu Schulden gekommen wohl, mit einer Fünfer. Kette, Dreier Mittelfeld, Alter, ist das pervers. Da könnte die Seite mit Shaqiri die Schwachstelle sein, weil der ja zentral spielt. Ich bin mal gespannt. Also ich setze Weiser auf der rechten Seite dagegen und werde Finne auf die 10 stellen, weil der ebenfalls konterstark ist, genauso wie Gnabry, der heute spielt. Deswegen die drei Ibarbo, Finne, Gnabry, die Flitzer und auch Weiser auf der Seite. Ein Flitzer, aber die werde ich wahrscheinlich versuchen, hier zum Erfolg zu kommen. Und hier seht ihr den Welttorhüter Manuel Neuer. Ja, an dem vorbeikommen, das wird spannend. Bin gespannt, ob die Tormaschine Victor Ibarbo, der ja jetzt gestoppt worden ist, heute wieder treffen kann. Ich bin wirklich gespannt und ich freue mich auf den Anpfiff, der genau jetzt erfolgt. Wir in Weiß in der Arena von rechts nach links. Zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte Leipzig in München zu Gast. Zumindest RB, Rasenball Leipzig. So, und da haben wir Roberto Firmino leichtfüßig an Shaqiri vorbei. Auf Grimaldo, der leichtfüßig an Lahm vorbei. Das ist ja unglaublich. Hier gleich die ersten Aktionen. Finne lauert. Finne! Halilovic! Nein, da kann Schweinsteiger klären. Der spielt aber auf Gnabry, der Alaba leider nicht verarschen kann. Und Dante klärt im Stile eines brasilianischen Abwehrspielers vom 1:7 der WM. So, Gnabry. Das ist Finne. Das ist leider ein Fehlpass von Finne auf Müller. Rama del Falcao von Halilovic ausgebremst, der auch Schweinsteiger frisch macht. Oh, und an Alaba leider hängen bleibt, weil ich den irgendwie nicht gesehen habe in meiner Euphorie. Jetzt heißt es aber nach hinten arbeiten hier. Klasse, das Thema ist erledigt. Firmino, Finne, Ibarbo, Victor Ibarbo. Auf den werden sich natürlich auch konzentrieren. Müller gewinnt den Ball, Ibarbo braucht zu lange. Klasse zurückgearbeitet, das sieht gut aus. Aus einer. Wir wollen eigentlich gar nicht den Ball haben, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte ja eigentlich so spielen, dass wir auf Konter agieren können. Heubjak, Expire, Weiser, Expire. Also wir haben hier so ein paar dabei. Grimaldo. Ja, kann man mal so lösen. Heubjak. Ein Tick zu lang gedauert. Das Umschaltspiel von Müller war auch schon mal schneller. Alonso. Zum Glück ist der nicht so schnell. Alaba gegen Finne. Boah, Alaba in die Beine von Heubjak. Und der wird hier übel gefault eigentlich. Halilovic. Serge Gnabry. Ah, schade. Alaba nicht jedes Mal verarschen. Gucken wir mal eben. 14 Minuten sind rum. Weiser zieht in die Mitte mit seinen 5-Sterne-Skills. Schusstäuschung. Ah, Schweini passt da auf. Ibarbo war schon in Position gelaufen. Ja, wir haben 15 Minuten in den Ball. Das bin ich gar nicht gewohnt. Und deswegen läuft es auch nicht so gut. Grimaldo. Firmino. Ah, Schweinsteiger Dünne. Jetzt kann er spielen. Neuer gegen Ibarbo. Neuer ist da. Neuer ist da. Schade. Erstes Laufduell gewinnt Manuel Neuer. Alaba gegen Pierre-Emil Højbjerg. Letztes Jahr noch Mitspieler. So, Shaqiri. Achtung, Falcao, Alonso. Der macht Halilovic zweimal auf den Kanaldeckel. Højbjerg kommt nicht hinterher. Alaba, Grimaldo im Weg. Grimaldo gewinnt das Duell hier. Super. Und kann auch gleich auf Firmino spielen. Firmino hat jetzt die Außenseite. Glück gehabt. Shaqiri kam. Finne, sehr gut zurückgelegt. Jetzt Højbjerg. Da oben muss Gnabry raus. Raus muss Gnabry. Gegen Lahm. Der wird ihn nicht überlaufen können. Ja, das war mir klar. Aber zum Glück gibt es Einwurf. 23 Minuten rum. Geplänkel. Aber spannend ist es wohl. Weiser. Højbjerg. Spannend entscheidet ja ihr. Finne. Finne sollte einfach mal schießen. Macht er jetzt auch mit links. Rückgabe für Neuer. Aber wenn er abprallt, ist Ibarbo da. Manuel Neuer hat den Ball. Zweiter Torschuss. Wenn auch kein ernsthafter. Guter Abschluss auf Falcao. Bei dem weit und breit keiner ist. Das ist Thomas Müller. Und da sind sie wieder vereint zwischen Højbjerg. Achtung, Klostermann wird hier bedrängt. Von hinten in die Beine, meiner Meinung nach. Aber warum sollte man da auch mal was für die Kleinen pfeifen? Achtung. Shaqiri gegen Halilovic. Halilovic, super gemacht. Sherdan Shaqiri kann den Ball nur im Aus behaupten. Aufpassen. Lahm
gegen Firmino. Ah, hat er ihn fast gehabt. Zwingt ihn aber zum Fehlpass. Firmino, Halilovic, Finne. Jetzt müsste Ibarbo mal gehen. Finne verschafft sich kurz Luft. Spielt aber Højbjerg in den Rücken. Das ist schlecht. Genauso kann man Konter da nicht ausspielen. Genauso darf man sie machen. Firmino, wenn er aus der Mitte raus ist, muss ich sagen, verfehlt er in der Mitte. Das ist einfach so. Gnabry. Gnabry. Auf Finne. Oh, gut abgefangen von Alaba. Alonso. Müller. Und Gnabry kann den holen. Mit ein bisschen Glück haben wir den Ball. Grimaldo. Højbjerg, jetzt kann er weiterspielen. Nein, wieder Alaba, das ist ja überall. Oh, hat ein bisschen Glück hier gegen Højbjerg. Und gut von Grimaldo. Ich muss eben sofort mal umstellen. Das geht mir auf die Eier. Finne geht auf die Außenseite, auch wenn er da eigentlich nicht spielen kann für Firmino. Was kann er denn spielen? Ach doch, kann er. Das ist ja wunderbar. Dann soll er es auch machen. Bart Finne über die Seite. Er öffnet mir ja völlig neue Möglichkeiten. Obwohl ich gegen die Bayern ungern experimentiere. Ich brauche Firmino in der Mitte. Alonso. Falcao. Oh. Nein! Pech! Højbjerg wird hier weggeblockt von, gegen Alaba. Alaba hat Glück. Er hat Pech, meine ich. Das ist gut für uns. Finne. Den hat er. Das ist Firmino. Und dazu ist er nämlich jetzt da. Roberto Firmino geht hier mit einem Tempo an Shaqiri vorbei. Geht erstmal an einen vorbei. Gnabry will den Ball, bekommt ihn. Genau dazu brauche ich ihn in der Mitte. So, Gnabry lässt hier den Schweinsteiger stehen. Lässt hier Benatia stehen. Kriegt den Ball rum. Ibarbo! Ibarbo Golasso! Wunderbarer Angriff und kaum ist der Firmino in der Mitte, sind die Bayern ausgespielt. 1:0 für uns in der Allianz Arena. Und seht ihr Shaqiri, seht ihr Neuer, die gucken ganz schön blöd. Denn das war ein prima Konter. Firmino macht die Meter, Gnabry lässt Schweinsteiger alt aussehen. Und da kommt diese wunderbare Flanke auf den Kopf vom Wahnsinnstyp Victor Ibarbo, der das Ding sowas von da reinknallt. Neuer ohne Chance. Ich freue mich sehr. Wir führen in München 10. Saisontor von Victor Ibarbo im 9. Spiel. Leute, ist das krank oder was? Wir haben ja bei YouTube momentan die Leipziger Wochen ausgerufen, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt geht's hier zur Sache. Ich bin gespannt, wie der deutsche Meister darauf reagiert. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob sie letztes Jahr noch Meister waren. Habe ich schon wieder vergessen. Ist mir eigentlich auch total Latte. Jetzt sind wir jedenfalls vor ihnen. Schweinsteiger, die Bayern-Antwort direkt. Klostermann im Stile eines Weltklasse-Verteidigers, kann man fast schon sagen. Firmino. Firmino. Ja, der hat die Übersicht wieder da. Højbjerg, Gnabry, machen nochmal Serge. Jetzt Achtung, jetzt ist Alaba aber zur Stelle und der ist flink. Oh, ich wollte gerade sagen, ist aber kein Ball. Den Evolari Barbo kommt nicht dran, oder doch? Es gibt tatsächlich voll für Bayern, oder was? Nein, jetzt ist Halbzeit. Okay, es war alles gut. Alles gut, kein Grund zur Aufregung. Wir führen in der Allianz Arena zur Halbzeit im ersten Spiel Bayern München gegen RB Leipzig. In der Bundesliga, in München, so rum heißt es, führen wir in München. Was macht denn die direkte Konkurrenz? Mainz 0-1 gegen Augsburg, Dortmund führt gegen Bremen, das ist uninteressant für uns, Fürth uninteressant. Hamburg führt gegen Leverkusen 1-0. Heute könnte ein Spieltag gemalt für uns sein, Leute. Und ihr seht es, noch kein einziger Bayern-Torschuss gegen eine sehr gut stehende Leipziger Truppe. Jetzt wird gewechselt, Patrick Weihrauch kommt für Müller. Also FIFA 15 ist hochinteressant. Warum Robin und Ribery und Götze draußen bleiben, das ist mir ein Rätsel. Aber das erklärt natürlich auch die Tabelle. Wenn die natürlich da auf der Bank sitzen, in dem Alter jetzt, weil sie ein bisschen älter sind, dann können die Bayern das natürlich nicht machen, wenn sie keinen Ersatz holen. So, Halilovic, Gesundheit, wollte ich gerade schon sagen. Grimaldo, Finne. Ei, ein bisschen übermotiviert der Halilovic gegen Weihrauch. Hat natürlich nur Pace 20, den werden wir kriegen, den Weihrauch. Das ist natürlich das einzig Gute an diesem Wechsel. Shaqiri. Ja, aufpassen, jetzt kommen die Bayern mit Ballbesitz. Das wäre schlecht. Schweinsteiger setzt hier mal kurz energisch an. Das ist Rabadell, Falcao, das ist Alonso. Schweinsteiger. Oh, Schweinsteiger, Schweinsteiger, Alonso. Das ist. Oh, Ball an die Flanke. Kommt, aber Ake ist da und wie er da ist. Jetzt kann Firmino wieder gehen. Jetzt ist wieder die Situation, die ich meine. Da ist Finne. Der läuft jetzt eigentlich wahrscheinlich in drei Bayern rein. Klasse Grätsche vom Bartstuber. Ich hätte gedacht, ich kann überloppen, war aber zu spät. So, Stil von hinten von Finne gegen Schweinsteiger. Stil von hinten hört sich auch pervers an, würde ich mal sagen. Oh, das war blöd, das wollte ich nicht. Aber ich setze mich durch. Auch schön, Gnabry. Ja, Gnabry. Und jetzt kommt keiner reingelaufen von den Pfeifen da, Halilovic. Finne.
Ach, da sollte er doch gar nicht hin, Mann. Holbier hat Kopfballduell verloren. Mann, der sollte da vorne reingechippt werden. Jetzt kommt Falcao. Hoppala. Übermotivierte Grätsche. Aber Gnabry, Junge, Serge Gnabry, der ist unglaublich zurückgekommen, nachdem er lange keine Chance mehr hatte. Finne. Auch der heute mit einer guten Leistung. Grimaldo. Das ist Højbjerg und der kann die Bälle spielen. Scheiße, Firmino wird gehalten. Wir wechseln nicht, 60 Minuten sind rum. Die Bayern sind auf jeden Fall präsenter in dieser zweiten Halbzeit bisher. Wenn ich mir auch irgendwie von Bayern München was anderes vorstellen würde. Und das liegt einfach auch an den Spielern, die da spielen. Ibarbo, oh ja, ja, ein bisschen Glück. Jetzt können wir chippen auf Firmino, der wird geblockt. Gnabry, nächster Versuch. Alonso sperrt Gnabry hier fast weg. Halilovic. Also, dass wir so viel Ballbesitzer macht mich krank. Finne, Halilovic, Firmino, ah, das wäre gewesen, Alter. Auf Ibarbo. Weihrauch behauptet den Ball. Gerade habe ich noch über ihn gelacht. Da, Højbjerg wird weggesperrt von Weihrauch. Ich sage ja, gerade habe ich noch über ihn gelacht. Schweinsteiger gegen 4. Kann nur zu Philipp Lahm spielen und der. Oh, der läuft. Ne, der ist nicht mehr drin. Schade, der hat Glück. Nächster Wechsel. Götze für Alonso. Jetzt wird es ein bisschen gefährlicher. Weihrauch. Das war ein Scheißfehler von Grimaldo. Aber da ist Ake und der ist immer da. Auch wenn er durch das Ding eben ein kleines Problem hat. Und was war denn das für eine Flanke von Weihrauch, Alter? Wir gehen auch mal rein ins Wechselkontingent. Mal eben gucken für den Flügel. Wir werden den Bauer jetzt noch bringen, glaube ich, oder? Wir haben keinen richtigen Pacer mehr. Wir werden. Also spielen momentan alle gut. Ich kann einfach gar nicht wechseln. Ganz ehrlich, ich kann bei 0-1 nicht wechseln. Das macht überhaupt keinen Sinn gerade. Deswegen tue ich es auch nicht. Weiser. Gnabry. Das ist Højbjerg. Firmino. Højbjerg noch der erste Kandidat zum Auswechseln. Eigentlich war er wahrscheinlich auch gleich wieder seine Ausdauer verliert. Gnabry, Halilovic. Spielt schön da hoch zu Finne in den Lauf. Ah, Finne gegen Alaba hat Pech. Oder hat jetzt auch noch Glück, dass Alaba den Ball verdendelt hier. Højbjerg, Finne. Gut gemacht. Oh, guter Stil von Xherdan Shaqiri. Ah, das war Pech jetzt für die Glück für die Bayern. Schweinsteiger. Götze wird behindert von Gnabry und hat den Ball. Der Serge Gnabry, das ist unglaublich. Oh, das war mutig. Klostermann. Die Leipziger Spieler machen sich weiter warm. Es gibt keinen Grund zu wechseln. Letzter Wechsel. Robben für Dante. Jetzt wird es interessant. Jetzt werden wir Platz kriegen. Gnabry. Weiser. Jetzt gehen wir mal mit Weiser hier. Der macht hier gerade mal eben einen Robben. Frisch, das ist auch schön. Halilovic, sehr guter Ball für Grimaldo. Der könnte direkt auf Finne spielen. Macht er auch. Finne kommt nicht zum Pass auf Ibarbo. Achtung, jetzt müssen wir aufpassen. Shaqiri nicht zu weit rausrücken. Venatia. Robben, den sollte man aufhalten, wenn es irgendwie geht. Mit der Hacke auf Weihrauch. Jawohl, gut spekuliert, gut spekuliert. Finne, jetzt geht er durch. Victor Ibarbo, Victor Ibarbo. Oben aber ist Badstuber. Badstuber kommt nicht dran. Firmino! Oh, den muss er machen. Roberto Firmino. Scheiße, der wäre es gewesen, Junge. Nimmt der volle zum Risiko da, weil Shaqiri im Rücken ist. Und da geht der eine Bildzeitung breit drüber. Verdammt nochmal. Die beste Konterchance im Spiel. Aber es ist ein perfektes Spiel bisher für uns. Keine Großchance gegen uns. Und wirklich super verteidigt. Und hochinteressant, wie wenig den Bayern bisher einfällt. Aber wir wollen hier nicht feiern. Denn es sind noch 6 Minuten und Nachspielzeit. Und das sollte bekanntlich reichen. Einer Weltklasse-Mannschaft, die sie immer noch sind. Trotz erhöhtem Alter. Firmino. Wieder einen Ball für Ibarbo. Den muss Neuer klären. Den klärt Neuer. Schade, ich habe gehofft, der schießt Ibarbo jetzt mal an hier. So, den holen wir runter. Wunderbar. Halilovic. Wir brauchen es gar nicht so schnell zu machen. Neuaufbau. Grimaldo spielt den wunderbar da runter auf Weiser. Ach, wo ist Gnabry denn jetzt? Ist noch da, Gnabry. Wieder Ibarbo gegen 3. Ibarbo. Ah! Kommt an, Finne. Komm, machen einfach Bart, Finne. Oh! Aber es ist die 90. Minute, Leute. Es ist die 90. Minute. Und guck mal nochmal. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Zwei gute Konterchancen. Und Victor Ibarbo war wieder beteiligt. Dieses Psychotier. Dieser Psychopath. 2 Minuten nur. Alaba. Und Ibarbo grätscht den ab, Junge. Ist der Typ geil oder was? Jetzt die Nachspielzeit nutzen wir eben nochmal aus, um Ibarbo auszuwechseln. Victor Ibarbo kann den Platz verlassen. Für den kommt jetzt Bauer drauf. Dann für die Seite, ich belebe die Seite mit Gaudino für Finne nochmal, weil Finne platt ist. Sollten wir wirklich nochmal zu einem Ball kommen, dann nutzen wir das eben so aus. Aber nur wenn.
So, Doppelwechsel also bei uns in der 90. Minute. Robben, Alaba, jetzt ist die ganze Seite offen hier. Warum denn das auf einmal? Weiser, Alter, Götze, Götzinho quasi, Benatia. Ich weiß nicht, warum ich gerade zu drei. Es ist Schluss! Es ist Schluss! Wir gewinnen mit 1:0 in der Allianz Arena durch dieses Wahnsinnstor durch Victor Ibarbo. Einmal mehr. Und Roberto Firmino in die Mitte zu ziehen, war, glaube ich, mein bester Zug heute oder mein bester Spielzug vielleicht auch. Wir hatten tatsächlich mehr Ballbesitz und Serge Gnabry ist Spieler des Spiels. Das glaubt man ja nicht. Super, super, super. Gucken wir mal eben die Bayern hier die Noten an. Ja, die sind verdient hier. Weihrauch mit der 5-9, Dante mit der 5-7. Ja, Robben war wohl noch der Beste. Warum der nicht von der Bahn spielt, das soll das Problem von FIFA sein. Und hier gucken wir, Hamburg siegt gegen Leverkusen. Ach du Scheiße! Hamburg gewinnt gegen Leverkusen. Kimmich heult hier rum, das ist nicht neu für mich. Joshua, du Memme. Ach du Scheiße, 6 Spieltage vor Schluss sind wir 6 Punkte vor. Das heißt, Leverkusen muss sich jetzt richtig strecken, um uns noch einzuholen, Leute. Das ist unglaublich. Das ist regelrecht krankhaft. Jetzt war auch mal da. Viel zu schnell weggemacht. Und Fürth und Bremen machen wohl den Weg in die zweite Liga. Freiburg und Hertha machen zu unter sich aus, wer Relegationsspiel. Das ist echt krass hier. Pokal, da sind wir ja nicht mehr dabei. Hat sich auch nichts getan. Okay, das nehmen wir mal so hin. Jetzt aber hier unten Torjägerliste. Ibarbo nähert sich. Mittlerweile ist er schon 7. Ne? Mit 10 Toren. Hat, wie gesagt, nur die Hälfte der Spiele gebraucht. Kiesling trifft gar nicht mehr. Falcao und Lewandowski auch nicht. Lewandowski war ja obendrein noch verletzt eben anscheinend. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich hart. Jetzt sehen wir die Ergebnisse nochmal. Ja, Dortmund hat 2-1 gegen Schalke gewonnen, das Derby, das ist auch nicht so schlecht. Und dann 4-1 gegen die Hertha danach. Jo, du, da lachen wir doch mal fürstlich mit hier. Egal, weiter geht's im Text. Mal gucken, gegen wen wir jetzt spielen. Warum Lehn findet die Vertragsverlängerung? Das muss er sich selber fragen. Ich sag dazu gar nichts mehr. Bartfinne hat ja auch noch 3 Jahre Vertrag. So ist es ja nicht. Und ich weiß gar nicht, warum wir den überhaupt weggeben sollten. Jetzt will er schon wieder Post hier, was er seinen Weggang betrifft. Ist er bescheuert oder was? Ich glaube, dass der was nimmt. Der nimmt wirklich was. So, hier haben wir Dominik Blum, den Keeper, und wir haben den Patrick Kister da drinne. Das ist der ein Angreifer mit dem Potenzial. Das ist natürlich geil. Das ist der kommende Star. Das ist ein Außenspieler hier, den wir hier gescoutet haben. Guckt euch mal den sein Tempo schon an. Das ist ja schon richtig krass. Aber wir machen nach der Saison erst weiter. Dominik Blum, absprechen. Das ist ziemlich geil. Ja, genau, hier ist der Scout. Genau, Weltklasse-Spieler hat er mitgebracht. Das habe ich mir natürlich gegönnt. In 2 Karrieren mittlerweile habe ich mir das gegönnt. Dass wir... Trainer von Mainz werde ich mal loben. Der kann was. Da habe ich mir gegönnt. Kommen jetzt Star-Scouten. Das hatte ich eben noch. Und da habe ich mir gedacht, da wir ja keine Jugend haben im Moment, dann kaufen wir jetzt eben die Jugend zusammen, in Anführungsstrichen. Und das haben wir auch getan. So, Leute. Es ist Zeit. Wir spielen gegen Mainz. Dann sind es nur noch 6 Stops. Und dann, Leute, dann ist es soweit. 6 Stops bis zum großen Wahnsinn. Der nächste Halt ist Mainz 05. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin so dabei. Danke für den tollen Support in den letzten Wochen, wie eigentlich immer. Und ich bin raus. Ciao und haut rein.